Hi, ho und willkommen zu meinem Video. Okay. Ihr wisst, dass ich dieses Zimmerprojekt jetzt schon eine ganze Weile habe. Und ihr wisst, dass ich da auch schon eine ganze Weile arbeite. Und ich habe euch zuletzt erzählt, dass jetzt der Schreiner da war. Mein Schreiner des Vertrauens. Ich glaube, mein Zimmer ist verflucht. Ja, es ist, also der Anfang klingt jetzt vielleicht etwas komisch, aber so langsam glaube ich wirklich, dieses Zimmer hat einen kleinen Touch weg. Also zumindest das Projekt. Auf der anderen Seite denke ich mir, so große Projekte, also sowas kann schon passieren, wenn man so große Projekte hat. Aber wieder andererseits ist es bei uns in der Familie noch nie jemandem passiert so. Leo frisst inzwischen wieder, das ist gerade schön. Ja, auf jeden Fall. Möchtest du noch ein Leckerli haben? Entschuldigt, ich muss mal ganz kurz mich um Leo kümmern, dann hat sie. Entschuldigt, ich musste kurz dem Leo was anbieten, damit er wieder frisst für den Magen. Ja, bei ihm ist gerade, wie gesagt, abwechselnd mit mir und wir beide fangen jetzt gerade wieder an, Hunger zu entwickeln. Das ist. Ging jetzt gerade irgendwie so innerhalb von einer halben Stunde war gerade eine Veränderung. Naja, ja. Kommen wir mal zurück zum Thema des Tages. Ja, auf jeden Fall, ihr wisst, dass ich dann meinen Einbauschrank in Auftrag gegeben habe. Und ja, und dann hat meine Mom vor ein paar Tagen oder vor einer Woche oder so mit einem Bekannten geredet und er hat gesagt, dass gerade so eine extrem lange Wartezeit ist und dass er selber gerade 6 Monate auf ein Möbelstück schon gewartet hätte und dass da noch nicht so im Ausblick wäre. Und meine Mom so gesagt, also gut, jetzt schreibt sie dem Schreiner, weil wir hatten vergessen zu fragen, wann er anfängt, wie das dann ist und wie lang es ungefähr dauern könnte. Und ja, und dann haben sie ihm halt geschrieben am Donnerstag. Und dann haben wir beide so, habe ich am Freitag zu meiner Mom gesagt, ich glaube, wir sollten jetzt doch mal dem Schreiner schreiben, nachdem sie mir dann am Freitag die Geschichte, also am Donnerstagabend die Geschichte erzählt hatte. Und ich dann die ganze Nacht so war. Dann habe ich zu meiner Mom halt so gesagt, aber zu dem Zeitpunkt hatte sie schon geschrieben. Und ja. Und dann war eigentlich alles soweit so normal. Und dann war der Montag. Und am Montag war es dann Montagabend, so circa 17, 18 Uhr. Ich weiß es halt, weil es Abendessenszeit für mir ist, obwohl ich jetzt gerade nicht so viel esse. Deswegen, aber egal, ist eigentlich immer so Abendessenszeit. Und da wollte meine Mom halt mal hochkommen. Und dann haben wir halt gesagt, okay, also. Dann war ich noch so, ja, kommst du dann bald und Abendessen und so. Und dann hat sie so gesagt, ja, sie kommt dann jetzt, sie würde jetzt sofort losgehen. Und dann habe ich halt noch so gehört, also dann haben wir aufgelegt und dann hat direkt danach das Telefon geklingelt. Und ja, da habe ich mir noch nichts dabei gedacht. Und dann war ich so, ja, gut, dann kommt es halt ein bisschen später, weil da hat irgendjemand angerufen und sie hat direkt abgenommen, weil sie hat ja, wie gesagt, gerade noch von mir her dran war. Und ja, dann ist meine Mom so zu mir hochgekommen und sah ehrlich gesagt ein bisschen blass aus und war auch so, ja, einfach so mitgenommen. Und dann habe ich sie halt so angeguckt und dann hat so meine Mom zu mir gesagt, du Elena, das mit deinem Einbauschrank, das könnte jetzt doch länger dauern. Dann war ich so, Und habe ich so gefragt, wieso war da gerade, wieso, wie kommst du drauf? Und sie so, ja, sie hat gerade einen Anruf bekommen von einer Frau, die gesagt hätte, sie wäre die Schwester von unserem Schreiner, der übrigens auch ein guter Klassenkamerad meiner Mutter war. Und man hätte ihn heute Morgen leblos gefunden. Den Schreiner, also nicht die Schwester. Also. Da war ich so, wirklich, ich bin, also es war so wirklich so, scheiße.
Weil ich wusste in dem Moment echt erstmal nicht so, was jetzt. Also mir sind so tausend Sachen durch den Kopf geschossen. Und dann war ich so. Meine Mutter und ich natürlich auch, also haben wir drüber geredet. Und da habe ich so zu meiner Mama gesagt, ja, und was machen wir jetzt? Dann zu meiner Mama zu. Da habe ich meine Oma angerufen, weil sie ja den Bärenteil an dem Schrank kostentechnisch übernimmt. Und dann so zu ihr gesagt, du, Oma, das mit dem Schrank könnte sich verschieben. Oder vielleicht auch gar nicht mehr. Oder wir wissen es gerade nicht. Ist gerade die totale Schwebe. Und ja. Und dann sind wir mit dieser Schwebe in schlafen gegangen. Und waren so, okay, wir können jetzt gerade eh nichts machen. Also es ist, wie es ist. Am Tag darauf war in der Online-Zeitung stand dann ein großer Artikel, also ich weiß nicht wie groß, in dem das tatsächlich die Geschichte, also ja, nee, wartet, ich muss sagen, bevor ich das vergiss, als ich meine Oma erzählt habe, das ist wichtig, weil sonst Kontext, war's so, dass ich zu meiner Mom noch gesagt habe, du Mom, ich schreibe ihm jetzt erstmal noch eine Nachricht, also eine SMS, und weil wir, entschuldigt Gott, weil ich einfach nicht sicher war, ob das nicht vielleicht auch ein Scam ist. Also so man kriegt ja teilweise so ganz komische Anrufe, wo dann am Ende irgendwelche Leute irgendwas von dir wollen und auch irgendwelche Geschichten sind. Und da waren wir uns halt echt nicht sicher, weil es so absurd komisch war und so wirklich so überraschend dann auch auf einmal. Und da habe ich zu meiner Oma gesagt, du Oma, bevor wir jetzt nicht irgendwo mehr erfahren, sollten wir vielleicht erstmal, weiß nicht, ich weiß es nicht, ich schreibe ihm jetzt mal und wir gucken, ob dann vielleicht eine Antwort kommt. Weil dann war die Hoffnung so nach dem Motto, vielleicht ist das alles nur eine Verarsche und ein Telefonbetrug und am Ende schreibt er mir so eine Nachricht, ja, alles gut, das kein Problem, es ist nichts. So, jetzt kommen wir mal zum nächsten Tag. Die Chronologie haben. Am nächsten Tag war meine Mutter, ironisch aber wahr, auf zwei Beerdigungen von Bekannten. Und auf einer von diesen Beerdigungen war ein anderer Klassenkamerad von ihr. Und dem hat sie das erzählt, weil sie eben, ja, ob da auch irgendwie, oder wie es war. Und der hat dann gesagt, so, oh, wie jetzt? Ich habe da erst gestern, also ich habe heute oder gestern, ich weiß es jetzt nicht mehr, einen Artikel in der Online-Zeitung gelesen darüber, wo könnte es das gewesen sein? Und dann hat er das meiner Mom gezeigt. Und da war meine Mutter so, doch ja, dann ist es wirklich echt. Und dann war es halt so, dass wenn meine Mom auf der Beerdigung war und ich ja nicht wusste, nichts wusste, sozusagen, dass es jetzt bestätigt ist, habe ich mir so gedacht, ich ertrage das nicht. Ich will so ein bisschen, ich möchte wissen, wo der Stand der Dinge ist und habe eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter hinterlassen, der Schreinerei, und gefragt, hallo, ich wollte einfach mal nach dem Stand der Dinge vom Einbauschrank fragen. Und ja, das war dann einfach so meine Nachricht, die ich hinterlassen habe. Und dann halt noch mit dem, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Einfach, weil ich immer so meine Nachrichten beende auf Anruf beantwortend oder so in der Art. Und dann dachte ich mir schon zum Aufgehen, ups, nicht unbedingt die beste Wortwahl im Mund vielleicht da. Aber naja. Dann ist meine Mom heimgekommen und dann habe ich ihr das gestanden. Und meine Mom hat mir die Geschichte erzählt. Und dann waren wir beide so, oh. Ja. Und dann haben wir beide so überlegt, wen kennen wir noch, der schreinern kann. Und dann habe ich so zu meiner Mom, ist mir eingefallen, der Herr, der dann am Montag kommt und mit mir das Teppich bespricht, der hat auch im Angebot, dass er Möbel macht. Und dann habe ich gesagt, könnte man nicht da zumindest mal eine Anfrage und so stellen und überhaupt sowieso. Und ja, und dann sind wir
war der Tag auch wieder vorbei und ich war so nach dem Motto, mal sehen. Und Mama hat halt immer wieder gesagt, also sie würde jetzt bis zum, also sie möchte jetzt bis zum nächsten Wort warten, weil es ist ja Trauerzeit und so. Und sie würde dann schon die Fragen stellen, ob da schon was angefangen wurde, ob Material schon bestellt ist. Und habe ich so, und dann haben wir halt an dem Abend haben wir dann noch lange gesprochen und dann habe ich so zu Mama gesagt, mal nur so für uns, dass wir das abklären, wie, wo, was. Wenn jetzt das Material bestellt ist, aber noch nichts gebaut wurde, was machen wir dann? Was, wenn Material bestellt ist und schon angefangen wurde zu bauen? Was machen wir, wenn noch gar nichts passiert ist? Und das haben wir dann einfach alles mal für uns so durchgesprochen und haben mal so überlegt, planungstechnisch, was machen wir jetzt? Ja, und dann, es ist so, es war wirklich so bam, 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 bam. Also ich bin, wir haben heute 14. und ich habe seit Montag läuft bei uns wirklich so Schlag auf Schlag auf Schlag. Ja, und dann, ich glaube Mittwoch war es, hat meine, ist dann meine Mom wieder, also es, da, meistens sehen meine Mom und ich uns so am Abend und dann bereden wir solche Sachen. Und da hat sie Mittwochabend, es könnte auch, ja doch, war Mittwoch. Donnerstag? Nee, müsste Mittwoch gewesen sein. Also, nee, Donnerstag waren die, war die Steckdosengeschichte. Ja, es müsste Mittwoch gewesen sein. Wartet mal ganz kurz. Entschuldigt. 11. war das. Ja, es war am. Es war am Mittwoch. Am Mittwoch habe ich dann Babette geschrieben, ob sie vielleicht einen Schreiner kennt. So war's. Und dann haben wir lange telefoniert, haben lange miteinander geredet und dann hat halt Babette gesagt, sie hätte schon eine Schreinerin an der Hand, aber da wäre die Schreinerei in Hamburg und ja, das würde ja dann dementsprechend und alles und überhaupt. Und dann habe ich dann halt, ja, haben wir dann am. Ach Gott, haben wir lang geredet und alles und so. Oh, langsam geht's echt. Ja, und dann habe ich halt am Mittwochabend, haben meine Mom und ich dann nochmal geredet und haben dann rausgefunden, dass die Schreinerei, was mein Glück jetzt ist, ein Verbund ist und dass ein Kollege von ihm gerne den Einbauschrank, weil die Materialien schon da sind und auch schon angefangen wurde zu bauen, den Einbauschrank fertig machen würde. Und der ist jetzt aber bis zum Dienstag, Montag, Dienstag, um den Dreh ist der noch unterwegs und muss woanders schreinern. Ich weiß es gerade echt nicht, wie es alle bauen und so und hat noch ein größeres Projekt. Und dann sollen wir anrufen und dann würde er gerne mal noch eine Vorortbegehung machen. Puh, also, es waren anstrengende 4, 5 Tage jetzt diese Woche. Und ja. Und ja, da wir ja nicht wussten, wann der Einbauschrank fertig ist, hatte ich zu meiner Mutter gesagt, dass ich jetzt gerne langsam einen Teppich drin hätte im Zimmer. So, Zimmer haben wir nicht, nämlich Teppichbauer, habe ich deswegen angerufen. Und zumindest schon mal Vorhänge, damit man jetzt, wenn es so kalt ist, dort trotzdem besser laufen kann und sowas. Weil es war ja doch schon arg kalt dann mit dem Parkett und allem. Ja. Und jetzt, dann irgendwann, vielleicht nächste Woche, vielleicht auch übernächste Woche, wann genau weiß ich nicht, kommt dann der Kollege von unserem Schreiner. Für euch habe ich jetzt im Video Schreiner Nummer 2 genannt, damit wir einfach, ja, also Schreiner Nummer 2 kommt dann irgendwann und wird sich dann voraussichtlich einfach mal die Situation anschauen. Und dann hoffe ich, dass irgendwann dann auch der Einbauschrank dann bald fertig wird.
Und vor allem auch mein Regal, weil das ist ja noch die andere Geschichte. Aber das müssen wir dann alles erst besprechen. Und ja, da kann ich euch dann erst in Kürze ein weiteres Update geben. Ja, schon ein Riesenprojekt und ganz schön komische Sachen, die da drumherum passieren teilweise, muss man schon zugeben. Und ja, ich wünsche euch jetzt trotzdem eine wunderschöne Zeit. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, ob euch sowas schon mal passiert ist. Ihr könnt mir auch gerne auf Twitter oder Facebook schreiben, obwohl, man muss jetzt inzwischen sagen, ihr könnt mir auch gerne auf X oder Facebook schreiben oder eine E-Mail an die bell.rietmeldoutlook.com. Ich wünsche euch jetzt noch eine wunderschöne Zeit. Wir sehen uns. Bis bald. Tschüss.